Und wieder ein Drehspiel. Okay, legen wir uns das mal ordentlich zurecht. Das muss wahrscheinlich dahin. Das muss so da dran. Und dann passt es nicht. Ach, da ist noch einer. Sekunde. Der müsste so daran sitzen. Dem Grünen stimmt aber was nicht. Es gibt aber nur eine Möglichkeit. Der hier sitzt noch nicht richtig. Jetzt geht's. So, was verstecken Sie denn, Mr. Robinson? Contract. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Madsen Electric erklärt sich damit einverstanden, dass das Gerät ohne Mangelgewehr und einvernehmlich dass er das Gerät ohne Mangelgewehr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototypen, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten. Glaubst du, sie zuvor dem Käufer oder dem Verkäufer bekannt waren? Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Okay, erstmal An exclusive sales contract. Vertrag von Thomas L. Mr. Robinson Robinson. is the seller. Okay, das wäre es soweit für den Vertrag. Noch ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps autonomen Weise. Aha. Das ist wieder derselbe Vertrag, aber mit einer anderen Geschäftspartei. Yet another exclusive say Mr. Robinson is the seller. Diesmal an die Hong Kong General Electric. So. Dieser ein Exklusivvertrag. Noch ein Exklusivvertrag. Yet another exclusive sales contract. Mr. Anscheinend Robinson is the seller. fährt der Mr. Robinson ein bisschen mehrgleisig. Verkauft seinen Prototypen an eine ganze Menge Leute, die da eigentlich nichts mit zu tun haben sollten. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ja. Der Prototyp ist versichert. Und das passt nicht zusammen. Oh, das hat jetzt zusammengepasst, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Aufgrund der Versicherung für einen mehr betrügerischen Exklusivverlust und eine hohe Geldsumme einbringen. Stimmt schon, wa? Ha. Das können wir nicht miteinander verbinden. Okay, er hätte ein Motiv gehabt, das Ganze verschwinden zu lassen. Denn er hat von mehreren Firmen so einen Exklusivvertrag gehabt und Geld davon eingestrichen. Und wenn er verschwindet, kriegt er nochmal Geld. Haben wir das damit dann erklärt? Ja, das haben wir damit geklärt. Dann gucken wir uns den Strand mal an. Vielleicht finden wir da noch was. Was haben wir denn jetzt noch? Telegramm, altes Nebengleis, Prototyp mit vielen Käufern und Sonderwagen. Hat er das? Meint, der von Doncaster war der letzte, wo wir waren. Der müsste eigentlich. Okay, wir werden gleich nochmal an den Anfang müssen. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. Da sind Steine. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy.
Abmessen. Ach, Nothing Moment. interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Was müssen wir denn abmessen? Nothing interesting. Ja, komm, zieh mal hier rüber. Nothing interesting here. Das ist doch das Interessante, wie weit der. Nothing interesting here. Okay, vielleicht auch nicht, wie weit der Abstand ist, hätte ich jetzt gedacht. Nothing interesting here. Das ist auch nicht interessant. Nothing das ist interesting auch nicht here. Interessant. Was ist denn dann interessant? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ja, nothing interesting here. Ja, ich weiß es. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing. Nothing. Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Ich weiß aber nicht, was du von mir willst. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Okay, ich check's nicht. Nothing interesting here. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich überspring's mal. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. As these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Ja, soweit so gut. Also ist jemand mit einem schweren Wagen hier angekommen und hat das, was im Zug war, mitgenommen. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Hier glüht sogar noch das Feuerchen. Das heißt, die sind erst vor kurzem weg. Vor wirklich sehr kurzem. Hier ist es noch Wäsche. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Okay, interessant. Küstenlinie, Abfälle im Strand. Da liegt was rum. Eine Metallplakette. Las Zarpas. Nee, Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Haben wir sonst noch was? Ja, Stranduntersuchung abgeschlossen. Isham. Da wollte ich jetzt nochmal hin. Denn der Typ von Doncaster hat gesagt, er hätte hier das Telegramm abgeschickt. So, schwerer Transport. Ein Sonderwagen. Nö? Schwerer Transport, altes Nebengleis. Was? Okay, ich kann nichts connecten. Zumindest sehe ich nichts. Obwohl mir das doch... Ich glaube, es hat doch vorhin noch gezeigt, dass ich das könnte. Moment, ich muss nochmal den Schaffner hier... Ach, den Schaffner, den Bahnhofsvorsteher sprechen. Ob er ein Telegramm aus Doncaster bekommen hat. Da ist er doch. The entire train has disappeared. It's a disaster. Anscheinend kann ich das nicht mit ihm besprechen. Hab ich denn was über... Ist da noch eine Haltestelle dazwischen? Nö. Bin verwirrt. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass das funktioniert. Moment. Lösen Sie das Rätsel. Untersuchen Sie das Nebengleis bei der Eisenbahnweiche beginnt. Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evesham. Untersuchen Sie den Bahnhof von Doncaster. Bin bei allen noch nicht fertig. Weiche, Doncaster... Und Evesham. Moment, wenn wir jetzt bei Evesham sind, dann kann ich hier erstmal die da, die du untersuchen, wa?
Die muss ja hier irgendwo sein. Hier vorne. Oder? Nee. Ach Moment, die ist hinter Evesham. Also genau in die andere Richtung. Aber das ergibt keinen Sinn. Der Zug ist ja hier nicht durchgekommen. Ich glaube nämlich eher, dass der an dem Strand irgendwo ist. Beziehungsweise er war da, aber... versenkt worden sein kann er auch nicht. Dann wäre... den würde man doch sehen. Oh, hier können wir ein Tor öffnen und... Überreste. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Ach du meine Güte. Was gibt's denn hier zu sehen? Warum sollte ich die Sherlock-Sicht denn anmachen? Da vorne ist was, mehrere Spuren. Radspuren. Spuren eines schweren Fahrzeuges. Traces. Let's take a closer look. Die sehen aus wie die Spuren, die wir schon mal gefunden haben. Jetzt kommt wieder dieses Abmessen-Ding. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Passen die Spuren vielleicht passen die vielleicht zusammen? The disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Okay, also der war hier. Er ist vom See hierhin. Wahrscheinlich aus Sicherheitsmaßnahmen. This road should lead to the town of Evesham. Okay. Holy shit, ich bin maximal verwirrt. Aber wo kommt der denn her? Die Spuren beginnen doch hier erst. Die beginnen doch genau hier. Das heißt, der kann doch hier nirgendwo... der muss hier schwer beladen worden sein. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. This road should lead to the town. Okay, Moment. Haben wir das abgeschlossen? Nee. Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evesham. Ich meine, wir hätten das jetzt eigentlich erledigt. Hier ist was kaputt. Nochmal die Sherlock-Sicht anmachen, aber ich sehe hier nichts mehr. Ha. Kann man irgendwas verbinden? Nö. Schwierig, schwierig. Wo gehen wir denn mal nochmal hin? Bei Evesham. Und am Bahnhof von Doncaster. Doncaster ist gerade für mich noch eine offene Stelle, die ich gerne untersuchen möchte. Das ist das Depot in der Nähe von Evesham. Das sind Spuren alles. Da hätte ich vielleicht nochmal den Aufseher fragen sollen. Der müsste auch wissen, was da war. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, verdammt. Was könnten wir denn hier noch finden? Hier
Vorne ist das Gleis. Da geht's zum See runter. Und hier endet das Gleis. Oh. Vielleicht noch mal mit dem Bahnaufseher reden. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder wo, warte mal, waren wir hier schon drin? Ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Hier war das mit, ja genau, hier waren die Spielsucht-Dinger. In der Waiting Hall waren wir drin, da waren wir drin. Bleibt nur noch eher offen. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Wo ist der Mexikaner so schnell hin? Irgendwas habe ich hier auch wieder vergessen. Vielleicht in einem Rating Room. Oh, Watson. Was machen Sie denn da unten? Sieht nicht sehr bequem aus, was Sie da machen. Hier sind Koffer. Ja, hier war das mit dem mit den Zigaretten. Was haben wir denn übersehen? Hier ist doch alles gegeben. Gehen wir nochmal in den Raum hier. Ansonsten weiß ich nämlich echt nicht mehr weiter. Da hängt eine Tasche rum. Die Tasche haben wir noch nicht untersucht. This postbag belongs to the station master. Da ist was drin. Brief vom Anwalt. Anwaltskanzlei Corwell. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward Duff. Brief der Ehefrau. Ne, Brief an die Ehefrau. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaub mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst, lieber Edward. Jetzt haben wir den Doncaster abgeschlossen. Vielleicht können wir noch mal kurz mit ihm reden. Können wir nicht. Anderes Ziel. Und zwar Evesham. Und währenddessen können wir die Herleitung bringen. Okay, Doncaster, verstehe, erhielt Geld. Okay, Moment, das passt zusammen. Also, der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofvorsteher hat darüber berichtet. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Das kommt mir eher vor, als dass er wirklich darüber berichtet hat.